Moin und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Ich habe soeben das Ziel zerstört und irgendein Andenken. Okay, da kann ich zurück mit. Ich will aber erst die beiden jetzt hier töten. Okay, ich werde einfach zurück, denkst du, okay. Ich habe tatsächlich diesen komischen. Okay, und 5 Menschlichkeit bekommen. Das Leben macht wieder einen Sinn. Wie gesagt, willkommen zurück zu Dark Souls. Ich habe fröhlich gespielt und endlich... Ah, okay. Kann ich das anzeigen, was es kann? Ein Schrumpfohr, okay. Wir müssen zurück... zum... Ja, wir müssen zurück zum Bonfire. Denn jetzt können wir mal Ornstein und Smoke versuchen. Obwohl, ich kann da mal eben ohne Hilfe mal hingehen und euch zeigen, wie schwer das wird. Okay, da ist noch Seelen von mir. Und dann rennen wir nämlich einfach hier an den Gegnern vorbei. Und schreiten hier durch den Nebel. Und dann kommen die Bosse. Aber ich werde erstmal das Feuer entfachen. Das ist Smog, glaube ich, oder Ornstein. Die sind auf jeden Fall berühmt-berüchtigt, die beiden. Und sag schwer, denn man kämpft gegen beide gleichzeitig. Ja, und der eine hat so ein... Ja, ich hab soeben keine Chance. Halt, mit einem Mate hat man, glaube ich, eine Chance. Weil der lenkt dann in der Zeit, in der man den einen bekämpft, den anderen ab. Das macht aber ganz gut Schaden, die Attacke. Blitz. Der war knapp. Mal kurz weglaufen, bitte. Okay. Schnell zur Sicherheit was trinken. Boah, das... 426 Schaden, Alter. So schlecht schlage ich mich gar nicht, wenn ich nicht damit rechne, dass ich hier gewinnen werde. Schön, wenn man nur auf einen achtet. Nächstes Mal gehe ich hier mit Soler hin, der muss dann den einen ablenken, während ich den anderen bekämpfe. Oh. Komm, renn weg. Oh. Mal eben Estus Flakon nehmen. Das wollte ich gerade machen. Aber gar nicht schlecht. Fürs erste Mal, würde ich sagen. Noch ein, zwei Schläge und ich hätte den Ornstein getötet. Aber wir versuchen das Ganze jetzt mal mit Soler. Das Blöde ist, wenn Ornstein stirbt, wird Smog stärker. Noch zwei. Doppelmate vielleicht sogar. Boah, zu dritt wäre natürlich jetzt auch geil. Wie? Jetzt ist der weg. Ja, das war's wohl mit zu dritt. Mal gucken, ob ich irgendwo noch so ein Ding finde. Puh.
Puh. Aber es war ja schon gut, dass ich den PvP-Typen da getötet habe. Ich nenne ihn immer PvP-Typ, ich weiß, das war ein NPC. Denn dadurch habe ich ja Menschlichkeit bekommen. Sonst hätte ich jetzt hier nicht zum Mensch werden können. Jetzt müssen wir einmal rüber auf die andere Seite. Denn da ist der Ruf Dingsbums, diese Marker von Solaire, den wir dazu rufen. Ich hoffe nur, dass der Bogenschütze uns jetzt nicht trifft. Ey, das ist so gemein, durch das Ding geschlagen. Nicht töten, bitte. Okay, Thor kommt erst noch. Dann müssen wir wohl Thor töten. Oh. Ja. Da geht wieder die Menschlichkeit flöten. Ah. So, das ist so zwischen Erfolg und Dings. Aber ich könnte, glaube ich, auch es nochmal alleine sonst versuchen. Das war nämlich gar nicht schlecht mit Ornstein und Smaug. Aber wir haben ja noch ein bisschen Menschlichkeit, glaube ich. Nein, das ist ein Heimkehrknochen. Wo ist meine Menschlichkeit hin? Eine benutzen wir. Werden dann wieder zum Menschen. Vielleicht kann ich ja diesmal wieder eine Ausfüllung umkehren. Wäre schön, wenn ich jetzt einen rufen könnte. Das war so schnell wieder weg, wie es da war. Das wäre so cool gewesen. Ist da was auf dem Links? Ne. So, dann gehen wir mal wieder. Versuchen diesmal nicht grandios zu scheitern. Nicht unten rumgehen, weil dann attackieren mich schon die Ritter. Ich hoffe mal, dass Solaire nicht an den Rittern hängen bleibt. Also diese fetten Ritter, nicht die als Silberritter mit dem Bogen. Klingt wie ein Edgar Wallace-Charakter. Haha, diesmal habe ich Schutz benutzt. Das ist nämlich Solaires Ding. Holen wir uns Solaire. Ja, ja, ich weiß, Ritter. Ich bin böse. Wir gehen mal den anderen Weg nochmal zurück. Ah, da vorne ist noch ein Rufding. Wir rufen einfach beide. Wahrscheinlich stirbt Solaire jetzt wegen der blöden Ritter. Das wäre natürlich richtig dumm. Der Ritter kommt. Wo ist Solaire? Solaire, lass ihn in Ruhe! Der ist zu stark für dich! Alles gut, ich lebe noch. Nein, der Sprung war einer umsonst. Komm. Lebt Solaire noch? Solaire, komm hoch! Wo ist Maura? Da war doch gerade. Komm! Phantom, komm! Ich hab doch ein Phantom gerufen! Ja. Dann nicht. So leer, nein. Ja, okay, Phantom Maura ist auch da. Gucken, ob sie noch reinkommt. Von dem Bauer ist auch da, das ist gut.
Also Triple Kill. Okay. Überlebt. Server Schmied muss überleben. Ich weiß nicht, wo Smog ist. Gut. Erster ist tot. Jetzt kommt eine Zwischensequenz. Huh. Geiler Helm. Boah, ich bin aufgeregt. Genau, jetzt hauen nämlich Ornstein drauf. Und jetzt müssen wir hoffen, dass unsere Mates richtig reinbuttern. Denn ich habe noch nie... Also ich habe keine Ahnung, wie die Attack-Pattern sind. Wo ist er? Okay, da. Wahrscheinlich macht er jetzt One-Hit auf mich. Okay. Genau, hau erst auf Solaire. Dams. Oh, Mara. Trinkst du Wasser? Ich trink auch mal was. Du musst halt aufpassen, wenn er den Dings macht. Ja, toll. Okay, wir gehen zurück. Solaire hat die Aggro. Okay, da dürfen wir nicht hin. Ich weiß, es war ein bisschen zu leicht, aber wir haben es gepackt. Wir haben uns den Smog gelegt. Ich habe mich auch angestrengt, wo ich alleine war. Also schlecht war das nicht von mir. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber das ist... Okay, jetzt war zu dritt, aber dass es dann so einfach wird, hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe, ich fahre hier richtig hoch. Ich glaube, jetzt müssen wir mit der einen Riesendame reden. Oh, hier ist ein Feuer. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, jetzt lernen wir das zu teleportieren. Dass wir uns von Bonfire zu Bonfire teleportieren können. Wir steigen mal auf. Könnten wir es in ein bisschen in Ausdauer noch packen? Ja, komm. Alles erstmal in Ausdauer. Was soll der Geiz? Damit unser Balken auch schön groß wird. Also, dass das auch mit zwei Mates einfach wird, also einfacher wird, hätte ich mir gedacht, aber so einfach. Da ist nämlich die Lady, die kann man auch umbringen, glaube ich, aber das machen wir jetzt mal nicht. Ist die riesig, ey. Ja, ich bin doch da. Wo soll ich denn hinkommen? Achso, ich muss niederknien. Oh. Ich muss mal die Kamera ein bisschen ausbauen. Immer in die Augen gucken. I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. So, dann haben wir das Herrschergefäß. And beseech thee. Succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifice. Alles klar. Whatever you say, Riesendame. Boah, diese Musik. Das weiß ich nur nicht. Okay, jetzt kann ich wieder zurück. Aber ich will, glaube ich... Welches Leuchtfeuer ist denn Anor Londo? Das gucken wir mal eben. Weil wir haben ja auch noch eine Feuerhüterinnenseele. Ja, perfekt. Die können wir hier mal ausspielen. Very auspicious. I pray that through. So. Wieder verbessert. Have you heard of Seath, the Scaleless? Oh, da muss ich bestimmt jetzt hin. He turned he became Lord Gwyn's at the Regal Archives. He immersed himself at his very research. The archives became a dungeon. Now. Nobody dares even it looms over this land high atop, but I should warn against even the...
Okay. Ist das dieser... dieses Ding? Ich habe auch noch so ein... Das scheint gut zu sein. Okay, die sind auch gut. Speer, okay. Ja, wenn das mal nicht ein Erfolg war, würde ich jetzt mal sagen, Orzin und Smog im zweiten Versuch. Zwar mit zwei Mates, aber im ersten Versuch war ich auch nicht schlecht. Also ich kannte so ein bisschen. Also das war schon, hat schon Spaß gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, wo es weitergeht. Ich muss mal ein bisschen gucken, aber das seht ihr dann beim nächsten Mal. Macht's gut!